willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir eine Beileidskarte. Ist jetzt nicht so ein tolles Thema, aber braucht man ja leider doch ab und zu. Ich habe hier einmal wieder eine Grundkarte in Savanne. Maße blende ich ein. Dazu brauchen wir ein Stück Schwarz und ein Stück Flüsterweiß, was wir dann übereinander kleben. Als erstes werde ich jetzt hier auf dem Weißen stempeln. Ich nehme jetzt wieder hier meine Stempelmatte. Ich habe hier Stempelset, den Text aus dem Set Rosenzauber, das aufrichtige Anteilnahme. Und färbt es jetzt ein. Und stempelt es jetzt rechts. Kurz warten, dass die Tinte in das Papier einziehen kann. So, jetzt habe ich schon mal den Text. Jetzt möchte ich ein Blatt aufkleben. Ich habe hier schon mal ein Blatt ausgestanzt mit der Big Shot. Ups, noch ein Stück Papier. Da müsst ihr dann gucken, was ihr halt da habt an Blättern. Ich habe jetzt hier aus, ich glaube, Walter Worte hieß es. Gab es letztes Jahr. Und dann mache ich hier den Zweig raus. Vorsichtig, weil ich lasse die Ausstanzungen, also die kleinen Zwischenteile, noch drin. In der Hoffnung, sie bleiben drin bis zum Schluss. Jetzt schneide ich mir die Blätter hier ab. Kann man ja beide verwenden. Und kann das wegschmeißen. So. Beiseite. Jetzt nehme ich mal mein Holzbrett. Ich brauche das hier. Das beiseite legen und werde das jetzt Gold embossen. Und da ich das Gold verschieden drauf haben will, nehme ich einfach das Versamark Stempelkissen und tupfe das dann jetzt hier so drauf. Man kann natürlich auch vorher das Papier embossen, wenn man sich dann leichter tut. Ich mache das immer gern hinterher, weil ich gleich das Ergebnis sehen will. Dann halte ich das hier in die Box mit meinem goldenen Embossingpulver. Versuche das abzuklopfen und habe dann jetzt dieses Pulver da dran. Jetzt erhitze ich das. Ich habe jetzt halt so ein goldenes Muster drauf. Jetzt kann das Brett wieder weg. Und jetzt klebe ich das Weiß auf das Schwarz drauf, schon mal. Da jetzt mit dem Papier nichts mehr passiert. Und kann das auch schon auf die Karte aufkleben. Nimm dann hier Abstandpads, damit das nicht ganz so platt aufliegt, weil ja die Karte an sich schon sehr schlicht ist. So,
bevor ich jetzt das Blatt aufklebe, also das soll dann hier so drüber kommen, möchte ich noch einen Schatten andeuten. Der kommt zwar durch Lichteinfall, durch Fotografieren kommt der ja von alleine, aber nicht so, wie ich es mir vorstelle. Nehme ich jetzt wieder meinen Aquarellstift von Stampin' Up in Anthrazitgrau, also Grau, und einen Wassertankpinsel und nehme mir hier vorne von der Spitze, also wisch so lange mit dem Wassertankpinsel drüber, bis meine Spitze vom Wassertankpinsel gräulich wird. Und mal dann hier drauf. Mal halt so eine Art Boden. Da wir jetzt nur das kurze Einfärben mit Wasser, geht natürlich auch Flüsterweiß. Wenn ihr halt ein bisschen mehr kolorieren wollt mit Wasser, solltet ihr dann eben Seidenglanz nehmen oder Aquarellpapier. Aber hier für das eine Mal geht eben nur Flüsterweiß. So, gucke ich, dass die Tinte, die Spitze noch schön feucht ist und mache das Spiel jetzt nochmal. Nur aber, dass die Spitze von dem Stift angefeuchtet ist und lasse das jetzt so drüber schnalzen, dass halt so kleine Pünktchen entstehen. Und jetzt kann ich das Blatt aufkleben. Soll ja dann so hier drauf kommen. Jetzt möchte ich aber nicht alle Ausstanzungen drin haben. Das heißt, ich werde jetzt natürlich ein paar jetzt rausmachen. Einfach willkürlich. Man muss halt dann nur aufpassen, dass man eben, dass eben nicht alle rausfallen. So. Ich denke, das passt. So. Und jetzt schmiere ich das mit Kleber ein. Warum jetzt nur auf der Seite Klebepunkte mache, das hat den einfachen Grund, dass unten das Blatt das Papier nicht berührt, das Hintergrundpapier, oder soll auch nicht berühren, es soll ja abstehen. Und deswegen ist es halt nur auf einer Seite mit Kleber. Das ist halt, man kann das gut erkennen, ne? Dass das hier ein bisschen absteht. Dass das halt ein bisschen Tiefe bekommt dadurch. Und daher habe ich eben nur die eine Hälfte ein bisschen mit Kleber eingetupft. So, und das war eigentlich schon die Karte an sich. Also schnell gemacht und ich finde es edel genug für so einen Anlass, für so einen traurigen Anlass. Ich habe hier noch mit einem anderen Blatt das probiert. Das ist eben auch aus dem Set Rosengarten, Rosenzauber. Rosenzauber, ne? Mal gucken, ja. Rosenzauber, da gibt es noch eine passende Stanzform dazu. Und hier bei der Karte habe ich das eben auf der anderen Seite gemacht. Also auf der Seite dann das Blatt. Weil das bietet sich gerade an durch diese Stanzform, dass das halt zwei unterschiedliche Blätter sind, in die halt in eine unterschiedliche Richtung schauen. Ich habe hier auch noch so ein Blatt. Also müsst ihr mal schauen, was ihr da habt. Könnt ihr auch so einen Zweig nehmen.
je nachdem. Geht alles. Ja, das war's schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!